Das Spiel mit der Gewalt gehört zum Handwerkszeug von Jörg L. Seit Jahren bedrängt, bedroht, beleidigt der ehemalige AfD-Kreistagsabgeordnete politische Gegner in sozialen Medien. Dann Ende November kommt es zur Eskalation. Der Bürgermeister von Erbach lässt das Café eines Bäckers schließen, der monatelang die Corona-Regeln missachtet hatte. Spontane Kundgebungen von Querdenken-Anhängern folgen und in Jörg L.'s Telegram-Account wird der Bürgermeister selbst zur Zielscheibe von Gewalt. Wie ich sagte, Demo vor seiner Haustür. Er muss bedrängt werden. Die Familie fühlt sich dann nicht mehr sicher. Die erste Reaktion war tatsächlich ein körperliches Gefühl. Wie man so schön sagt, ein mulmiges Gefühl in der Magengegend. Also an dem Punkt war mir schon klar, jetzt nimmt es eine Dimension an. Jetzt wird es nicht witzig. Aber es war auch klar, jetzt kann ich nicht zurückziehen. Also heißt es weiter, gerade jetzt, konsequent Flagge zeigen. Wir wollen von Jörg L. wissen, warum er die Bedrohungen ausspricht und klingeln bei ihm. Doch er scheut die Öffentlichkeit, gibt keinen Kommentar. In Sachsen eskaliert die Lage noch weiter. Heute Morgen durchsuchen SEK-Kräfte Wohnungen von Extremisten in Dresden, die Morddrohungen gegen Sachsens Ministerpräsidenten Kretschmer ausgesprochen haben sollen. Timo Evans aus Kassel schaut da genau hin. Er wurde selbst im Frühjahr von einem anonymen Anrufer mit dem Tode bedroht. Der Ton ist leider auch noch mal deutlich rauer geworden als zu Beginn des Jahres. Hängt mit Sicherheit mit der Corona-Lage zusammen, mit der politischen Lage in Deutschland allgemein. Mir geht es schlecht damit, weil ich genau weiß, wie der Kollege sich fühlt, wie der Mensch sich fühlt. Und es ist egal, in welcher Partei, wenn du in so einer Bedrohungssituation bist, dann geht es wirklich ans Eingemachte. Die Polizei Kassel ermittelt im Fall Evans gegen Unbekannt. Wegen der Bedrohung des Erbacher Bürgermeisters Traub ermittelt das Polizeipräsidium Darmstadt gegen Jörg L.